Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meine Such-Challenge für Dezember 2023 geben. Und zwar gucke ich mir die Neuzugänge aus dem Jahr 2020 an im Dezember und schaue, ob davon irgendwas auf meinen Sub liegt. Das Gute ist, es gibt ein Video. Es ist aber nicht besonders lang. Also, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, wahrscheinlich ist von den Büchern keins mehr auf meinen Sub. Und ja, wenn das der Fall sein sollte, werde ich wieder ein Buch aus meinem Subglas ziehen. Ja, schauen wir mal erstmal. Also erstmal rede ich noch eine Weile. Drei Finger in die Luft gehalten. Drei Bücher. Keine Ahnung. Ich habe den Ton aus, deswegen weiß ich selber nicht, was ich da rede. Isa, stille Wasser. Das ist der erste Teil, glaube ich. Der Reihe von Julia Dippel und die habe ich auf jeden Fall gelesen, also die vier Bände der ursprünglichen Reihe. Die Zusatzbände, also mit Belial 1, 2, 3, 2, 3 Bände, habe ich noch nicht gelesen. Also ja, das wäre tatsächlich ein Subskandidat gewesen, wenn ich ihn nicht schon gelesen hätte. So, was haben wir denn noch Schönes? Meistens habe ich im Dezember und so mal irgendwelche Schmuckausgaben mir gewöhnt. Nein, The Seven Husbands of Evelyn Hugh. Auch das habe ich gelesen. Ohne Wunder. Ja, es wird auf jeden Fall, also von Taylor Jenkins Reid. Die ist ja auch mittlerweile relativ bekannt. Ja, das war, glaube ich, so ihr mitgehyptestes Buch. Ich fand das auch großartig. Ich habe auch noch erst mit den Musikstars da gelesen. Daisy Jones is Six, ja, das war es gewesen. Fand ich auch nicht schlecht, aber tatsächlich hat mir das noch am besten gefallen. Da geht es halt um eine Schauspielerin, die sozusagen ihre Lebensgeschichte einer Journalistin erzählt. Und sie hatte halt 7 Ehemänner. Und das spielt halt so über die Jahre 40er, 50er, 60er oder irgendwie sowas. Und ja, was mit den Ehemännern so auf sich hatte, das erfährt man in diesem Buch. Ich fand es richtig gut, unterhaltsam und auch sehr, ja, überzeugend dargestellt einfach, die Figur. Also man könnte schwören, die hat es wirklich gegeben. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Dann kommt die Schmuckausgabe. Stolze Vorurteil von Jane Austen, hätte es gedacht. Von den Copenhagen-Schmuckausgaben, die ich auch sehr, sehr mag. Die finde ich wirklich wunderschön. Also wenn ihr so deutsche Schmuckausgaben gerne sammeln würdet. Mittlerweile gibt es ja auch einige von denen schon günstiger und gebraucht. Also dann sind die auch relativ erschwinglich, weil die meisten halt relativ teuer. Aber mittlerweile gibt es ja auch real, also normale Bücher, die Hardcover-Bücher, die in der Preiskategorie spielen. Deswegen eigentlich ist das schon wieder relativ gesehen gar nicht so teuer mehr. Ja, und die kleinen Schmuckausgaben finde ich auch recht handlich. Also ich hatte jetzt die von Sherlock Holmes zum Beispiel. Die lassen sich auch bequem lesen. Also von den großen Schmuckausgaben sind ja auch einige Bücher, weil die ein bisschen dicker sind. Da, also ich habe zum Beispiel Anna Karenina. Das ist dann schon so ein, da hat man schon was in der Hand. Aber die gefallen mir sehr, sehr gut. Die sind halt illustriert, die haben solche Gimmicks dabei, wie so Karten, Postkarten. Und was ich auch sehr schön finde, auf den Gimmicks sind meistens noch Zusatzinformationen zur Zeit, zu besonderen Ereignissen, zu besonderen ja, Sachen, die halt in der Geschichte gerade zu dem Zeitpunkt eine Rolle spielen. Deswegen, ja. Sehr zu empfehlen. Also es wären jetzt 3 Bücher. Also wenn die 3 Finger am Anfang bedeuten, ich habe 3 Neuzugänge gehabt, dann wäre es das jetzt gewesen. Mal schauen. Ich denke, da kommt nichts mehr. Deswegen habe ich schon mein Subglas gezückt. Ah, da schreibe ich noch, ich habe noch ein E-Book, ja, E-Book-Szene sowieso nicht. Habe auch noch ein E-Book gekauft. Was mich übrigens dieses Jahr sehr zurückgehalten hat mit dem E-Book-Kaufs. Also, ich glaube, wenn dann ich irgendein E-Book gelesen habe, dann war es meistens irgendein Kindle Unlimited E-Book, damit ich einfach das Abo sich dann noch so ein bisschen mehr lohnt. Obwohl ich das größte, dass ich meine Mutter habe, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ja, und da habe ich dann tatsächlich da E-Books gelesen, also gekauft habe ich, glaube ich,
2 oder so. Also selber schauen wir. So, noch ein E-Book. Ich denke, das muss das gewesen sein. So, ich werde jetzt in 3 Stück hier rausziehen. Dann werde ich mal schauen, was das so ist. Eine Änderung für diesen Monat wird sein, dass ich mir vorbehalte, auch eventuell kein Buch von den dreien zu lesen, weil ich diese Zeit technisch sehr eingeschränkt bin im Dezember und ich mir nicht sicher bin, ob ich das wirklich schaffe, aber ich werde erstmal 3 ziehen, gucken, wie denn die Auswahl so ist. Also Buch Nummer 1 wäre The Wizard of Oz. Das wäre sogar noch halbwegs überschaubar. Zwillingssterne. Eines der wenigen noch verbleibenden Königskinder-Verlagsbücher. Der Übergang. Also nicht, dass ich da keine Lust drauf hätte, aber realistisch gesehen wird es nicht der Übergang werden. Das wurde irgendwie 1000 Seiten oder so. Zwillingssterne ist noch das eines der letzten Bücher. Ich habe jetzt aber tatsächlich jetzt für den Monat November noch ein Kindes-Kinder-Verlagsbuch. Finde ich also eher schwierig. The Wizard of Oz. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Das ist wahrscheinlich auch nur das erste Buch. Ich muss mal gucken, wo ich das habe. So, jetzt muss ich mal kurz suchen. Also das ist tatsächlich das Buch, was damit gemeint ist. Das ist auch gar nicht so dünn, weil da 3 Bücher der Reihe drin sind. Und zwar The Wizard of Oz and Other Wonderful Books, The Emerald City of Oz and Glinda of Oz. So. Also, das ist aufgeteilt so ungefähr, ja, jeweils ein Drittel. Also das erste Buch wäre halt das. Und das hat ungefähr 105 Seiten. Ich würde eigentlich gerne mal reinlesen, einfach eine Illustration drin. Ich bin gerade verwirrt, aber tatsächlich ist das hier vorne nochmal alles Vorwort und ja, irgendwelche Anmerkungen über Illustrationen. Also hier, also das wäre quasi dann das Buch. Hat hier die in der Mitte. Ist überschaubar. Genau, es fängt aber dann auch an zu zählen, also die 105 Seiten. Introduction, suggestions for further reading, a note on the texts and the illustration. Traitors. Ja, okay. Also irgendwie sind da auch noch Illustrationen drin. Da ist eine. Also was ein bisschen schwierig ist, ist hier, die haben halt diese Rough Edges. Das ist immer scheiße zu blättern. Naja. Also ich würde mir mal so das erste Buch, das erste Wizard of Oz Post vielleicht auf die Leseliste setzen. Mal schauen, ob ich dazu komme. Ja, dann ist zumindest ein Anfang gemacht. Ja, ganz werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Und wie gesagt, ich habe halt relativ viel anderes zu lesen den Monat. Deswegen. Schauen wir dies war es dann von mir und in diesem Video und könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Buch ihr so hell genommen hättet. Und dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.